Servus und herzlich willkommen bei Cheflog. Ich war wieder einkaufen, ich habe natürlich bei Kaufland, wo auch sonst, und habe wieder was gefunden. Ich habe selber bezahlt, Werbung nur, weil ich den Namen nenne. Und zwar habe ich diesmal Let's Cheese gefunden. Das sind, ja, man kennt es doch, wenn man irgendwas im Backofen macht und mit Käse überbackt, und also ich sage jetzt mal sowas wie Pizzabrötchen oder sowas, und der Käse so daneben aufs Backblech kommt, dann wird er ja so knusprig und schmeckt eigentlich lecker, und sowas soll das wohl sein. Das sind so, ja, Cheese Chips. Genau, und das Sorte Classic, also das Classic sieht so aus. In der Sorte Mexican Chili Style und in der Sorte Italien Pomodoro Style, also so Tomate Gedöns. Genau, Let's Cheese heißt die ganze Geschichte. Und ja, das möchte ich jetzt mit euch testen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Classic an. So. Also es riecht sehr käsig. Sieht anders aus, als ich gedacht hätte. Also ihr seht wirklich nur so klein. Und es schmeckt wie, wenn man kleine Käsetaler im Backofen aufs Backblech legt und bäckt. Lecker. Nach Käse. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich nur Käse. Die ganze Sache ist auch glutenfrei, hat einen hohen Proteinanteil und Kalzium. Sehr geil. Ja, kann man machen. Der Klassiker schmeckt halt normal nach Käse. Ist cool. So, ich würde sagen, wir machen erstmal das Tomate auf. Die sind auch alle laktosefrei. Hier geht's besser. Genau, laktose- und glutenfrei. Genau. Also es wird jetzt genau dasselbe sein, halt nur mit Tomate. Sieht halt ein bisschen rötlich aus. Schmeckt auch sehr gut, aber hier muss man wirklich so dieses, ja, diesen Tomatengeschmack mögen. Weil ich das gerade hinten drauf sehe, die kann man so als Snack essen, wie wir es jetzt machen, oder wie ich es jetzt mache, auf einen Salat als Topping obendrauf oder in eine Suppe als Beilage. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut auf einen Salat vorstellen. Genau, also Käse mit Tomate. Muss man mögen, denke ich. Also das ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack. Aber kann man essen, ist gar nicht schlecht. So, und jetzt die Chili-Variante. So. Oha, ja, Chili. Die sind auch ein kleines bisschen, ja, dunkler. Und man riecht den Chili. Oh, jetzt. Oh. Erst dachte ich, gar nicht scharf. Kommt gar kein Chili. So im Nachhinein, also es ist jetzt nicht scharf, nicht übertrieben scharf, um Gottes Willen, aber so im Nachhinein merkt man doch, dass es ein bisschen die Schärfe kommt. Sehr geil. Also das in eine Suppe, in eine Gemüsesuppe oder sowas mit rein, finde ich cool. Auch auf einen Salat kann ich mir das gut vorstellen. Das, wie gesagt, auf einen Salat wäre auch, ich denke, die beste Variante, und die einfach so als Snack, die sind geil. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Also, mein Fazit dazu, kann man sich definitiv gönnen. Variante 1, also das Klassiker, ist einfach Käse. Mega lecker. Mir schmeckt das Chili dann als zweites persönlich sehr gut. Und dann Nummer 3 ist halt dann das Tomate. Ob man sich das jetzt wirklich kaufen muss. Wie gesagt, man kann es gerne probieren. Alles gut. Ich denke, wenn man das aber wirklich selber im Ofen macht, einfach Reibekäse kauft oder selber Käse reibt, einfach ein paar Taler auf die, also einen kleinen Haufen
auf dem Backblech drauf, aufs Backpapier, ab in den Ofen, ein paar Minuten überbacken. Ich denke, hat man dasselbe für günstiger Geld. So eine Packung, da sind 50 Gramm drin, kosten bei Kaufland, ich glaube 1,95 Euro waren es. Ja, muss man sich halt überlegen, ob man es wirklich mag. Wie gesagt, zum Probieren, top. Ob man es jetzt nochmal kauft, ist dahingestellt. Wie gesagt, ich denke, das kann man selber auch machen. Aber von mir gibt es erstmal ein Go, weil es schmeckt super lecker. Es ist mal was komplett anderes. So als Snack. Ich denke, das kann man auch als Ersatz, gerade über einen Salat, statt Croutons zu machen, macht man eben sowas. Geht, kann man machen. Ist lecker. Probiert es aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es vielleicht schon mal probiert habt, ob ihr es schon kennt. Wie gesagt, ich habe es heute das erste Mal gesehen und habe es dann gleich gekauft. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ihr dürft gerne ein Abo da lassen. Danke erstmal für 1500 Abonnenten. Wir haben sie geknackt. Mega. Freue mich wirklich riesig darüber. Die letzten Tage schon. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne weiter abonnieren. Vielleicht schaffen wir ja bei Zeiten irgendwann mal die 2000. Wäre natürlich der absolute Hit. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.